Vorweg darf ich der Firma Henkel Fresh & Nett danken, die der Stadt Wiesbaden fast 50.000 Liter reinen Alkohol aus ihrer Produktion zur Verfügung gestellt hat, aus der wir jetzt die erste Tranche an Händedesinfektionsmittel herstellen. Das ist eine Kooperation der Firma Henkel mit Merck und der Stadt Wiesbaden, und wo wir dann für die, wie gesagt, erste Tranche ins Spiel gekommen sind, um die Lücke zu überbrücken, die ein Großkonzern wie Merck braucht, um die Anlagen neu zu kalibrieren, zu validieren, die Prozesse und die Anlage zu qualifizieren. Aber dafür sind wir auch da in der Versorgung hier in der Stadt Wiesbaden, und wir freuen uns, dass wir an dem System teilnehmen dürfen. Wir haben jetzt die ersten 4.000 Liter hergestellt, Händedesinfektionsmittel. Davon geben wir 2.000 Liter heute in die Verteilung. Darum hat uns die Stadt Wiesbaden und die Feuerwehr gebeten. Die Feuerwehr ist federführend für die Verteilung, und wir sind praktisch als Erfüllungsgehilfe hier in Wiesbaden an der Verteilung des Händedesinfektionsmittels beteiligt. Wir können das machen, weil wir mit der Aukam-Apotheke über ein Logistikzentrum verfügen, in dem wir knapp 25 Krankenhäuser versorgen, auch die großen Häuser in Wiesbaden, wie die Asklepios-Paulin-Klinik oder das St. Josef-Hospital. Es gibt natürlich sehr viele, die in der Verteilung nicht berücksichtigt werden, aber denen kann ich sagen, dass wir auf jeden Fall dadurch, dass wir diese Spende in den Markt bekommen, natürlich auch für alle anderen jetzt Alkohol frei haben, also Händedesinfektionsmittel für auch die Häuser und Einrichtungen herstellen können, die jetzt von der Spende direkt nicht berücksichtigt werden können.